Ostenberger, letzter Blick zurück an letzten Mittwoch. Wir waren die bessere Mannschaft gewesen. Gleichwohl hat IB die 3 Punkte mitgenommen auf Bern. Was hat man falsch gemacht? Ja, wir haben ein Goal zu viel bekommen. Vor allem ist es natürlich ärgerlich, dass wir zweimal den Ausgleich machen und nachher geht eigentlich Postwende wieder das Goal bekommen. Das haben wir analysiert. Wir dürfen dort nicht zu lange jubeln, sage ich mal blöd gesagt. Nein, ist wichtig auch für uns, also ich sage jetzt für die erfahrenen Spieler, dass man da schaut, dass die Mannschaft, ich sage jetzt mal 5 Minuten, wieder richtig in Ordnung steht und nichts zulässt. Das haben wir ein bisschen verpasst und ja, ich glaube schwer davon aus, dass das uns nicht mehr passieren wird. Und vor allem haben wir auch gegen ein IB, wo einen guten Lauf hat, also haben wir doch sehr viele Torchancen rausgespielt. Und ich hoffe natürlich, dass wir da am Sonntag mehr holen können, wenn wir so viel vor das Goal kommen, dass wir dann doch auch unsere Goal machen. Es kommt wieder eine Berner Mannschaft auf die Allmend. Wie schätzt du den FC Thuni aktuell? Sie haben derzeit nicht so einen Lauf, wie zum Beispiel das IB hat. Ja, ist es so, aber Thun ist immer unangenehm. Ich weiss, dass sie sehr gut in der Ordnung stehen, dass es schwierig ist, gegen sie auch Goal zu machen und sie doch auch gefährlich sind, weil sie doch eher eine Mannschaft ist, die ihre Spiel danach ausrichtet, dass sie auf Fehler wartet vom Gegner. Also ich gehe davon aus, dass wir mehr den Ball werden haben, aber wir müssen einfach hellwach sein, dass wir wirklich keine Bälle einfach verlieren, weil sie doch ich sage jetzt im Gegenangriff gut sind, schnell sind. Und ja, von dem her gehe ich davon aus, dass wir wieder Ballbesitz haben. Aber natürlich müssen wir nach vorne spielen und Ziel oder fokussiert nach vorne spielen. Möglichst Fehler vermeiden und sie in Bewegung halten und natürlich die Chance, die wir haben, nutzen. Du selber hast fast wie ein Herzbrot müssen essen während der Saison. Jetzt sehr starke Leistungen, fast das Fallrückzieher-Goal gegen den FC Zürich, auch gegen IB wieder. Da sehr starke Leistung. Was hast du die Ernährung umgestellt oder was ist anders? Nein, ja, ich habe das immer wieder gesagt. Also, es ist, ist für mich eigentlich nie selbstverständlich gewesen, dass ich so lange eigentlich immer Stammspieler gewesen bin, weil man doch auch, ich sage, jedem Jahr hat man Konkurrenz und ich sage auch ein Schirinzi ist da gewesen, wo eigentlich in Thun eine feste Grösse ist und da habe ich schon dort Konkurrenz gehabt und ich konnte auch dort immer spielen. Also man muss immer kämpfen und man hat natürlich 25 Spieler oder nur mehr in der Mannschaft, wo wollen spielen und von dem her ja, probiert man natürlich, wenn man dann mal ein, zwei Matches von draussen zuschauen muss, Gas geben im Training. Das war auch ein Prozess, den ich musste lernen, den ich beim Bernecker eigentlich das erste Mal so ein bisschen erfahren habe. Und ja, ich glaube, wichtig ist der Austausch mit dem Trainer. Der hat mir eigentlich klar immer so kommuniziert, wenn ich Gas gebe im Training und wenn meine Leistung stimmt, dann habe ich wieder Chancen zum Spielen. Und ja, das hat er sich gehalten und ich probiere natürlich ja, meine Leistungen zu zeigen und den Jungs zu helfen auf dem Platz und bin natürlich sehr glücklich darüber, wenn ich spielen darf. Aber der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft, der nimmt schon schwer zu. Ja, das ist glaube ich bei allen jetzt so ein bisschen die Philosophie, bei allen Mannschaften, dass sie eigentlich jede Position wenn so ein bisschen gleichmässig besetzt haben, dass sie Konkurrenz intern haben. Ja, es ist natürlich sehr eng, ich sage jetzt in der Super League, oder? Und da musst deinen Platz, ich sage jetzt, verteidigen und gerechtfertigen, Woche für Woche. Und ja, darum habe ich das, sage ich jetzt, in meinen letzten 10 Jahren auch ein bisschen lernen müssen, dass man mal auch muss zuschauen muss und nachher einfach über das Training wieder muss sich reinkämpfen. Und darum bin ich jetzt froh, dass ich im Moment spielen kann, bin aber sehr motiviert, dass ich meine Leistungen weiterhin bringen kann.